eine Sammlung von Lesungen über das Wort des allmächtigen Gottes. Kundgebungen Christi am Anfang, Kapitel 1. Lobpreis hat Zion erreicht, und Gottes Wohnort ist erschienen. Der von allen Völkern gepriesene, herrliche, heilige Name verbreitet sich. O allmächtiger Gott, das Haupt des Universums, Christus der letzten Tage. Er ist die strahlende Sonne, die auf dem Berg Zion aufgegangen ist, der majestätisch und erhaben über das gesamte Universum ragt. Allmächtiger Gott, wir rufen dir im Jubel zu, wir tanzen und singen. Du bist wahrhaftig unser Erlöser, der große König des Universums. Du hast eine Gruppe von Überwindern geschaffen und Gottes Führungsplan erfüllt. Alle Völker werden zu diesem Berg strömen. Alle Völker werden vor dem Thron niederknien. Du bist der eine und einzig wahre Gott, und dir gebührt Herrlichkeit und Ehre. Alle Herrlichkeit, alles Lob und alle Macht sei dem Thron. Die Quelle des Lebens fließt aus dem Thron hervor, bewässert und nährt die Scharen von Gottes Volk. Das Leben verändert sich mit jedem Tag. Neues Licht und neue Offenbarungen folgen uns, gewähren ständig neue Erkenntnisse über Gott. Inmitten von Erfahrungen kommen wir zur vollständigen Gewissheit über Gott. Seine Worte manifestieren sich ständig. Manifestieren sich in denen, die recht sind. Wir sind wahrlich so gesegnet. Wir begegnen Gott jeden Tag, von Angesicht zu Angesicht, kommunizieren mit Gott in allen Dingen und geben Gott Souveränität über alles. Wir denken sorgfältig über Gottes Wort nach. Unsere Herzen ruhen still in Gott. Und auf diese Weise kommen wir vor Gott, wo wir sein Licht empfangen. Jeden Tag in unserem Leben, unseren Taten, Worten, Gedanken und Ideen leben wir in Gottes Wort und können jederzeit unterscheiden. Gottes Wort führt den Faden durch die Nadel. Unerwartet kommen die Dinge ans Licht, die in unserem Inneren verborgen sind, eins nach dem anderen. Die Gemeinschaft mit Gott duldet keinen Verzug. Unsere Gedanken und Ideen werden von Gott bloßgelegt. In jedem Augenblick leben wir vor dem Stuhl Christi, wo wir uns dem Gericht unterziehen. Satan nimmt weiterhin jede Stelle in unserem Leib ein. Heute muss Gottes Tempel gesäubert werden, um seine Souveränität wiederherzustellen. Damit Gott uns völlig besitzen kann, müssen wir einen Kampf um Leben und Tod führen. Erst wenn unser altes Selbst gekreuzigt worden ist, kann das auferstandene Leben Christi allwaltend herrschen. Jetzt bringt der Heilige Geist einen Angriff in jedem unserer Winkel an, um für unsere Rückgewinnung zu kämpfen. Solange wir zur Selbstverleugnung bereit sind und gewillt, mit Gott zusammenzuarbeiten, wird Gott uns sicherlich jederzeit aus dem Inneren heraus erhellen und reinigen und zurückerobern, was Satan eingenommen hat, damit wir von Gott so schnell wie möglich vollendet werden. Verschwende keine Zeit. Lebe jeden Moment in Gottes Wort. Lass dich mit den Heiligen erbauen.
lass dich in das Königreich bringen und geh gemeinsam mit Gott in die Herrlichkeit ein.